Und es geht weiter. Fallout Shazam. Wir können jetzt hier wohl mal einiges abgeben oder sowas. Wenn diese Holzköpfe dir jetzt nicht vertrauen. Ach so, ja. Naja, drauf geschossen, naja. Nicht wahr? Naja. Jetzt sollten die Leute gesprächiger sein. Vielleicht haben sie sogar Arbeit für dich. Ja, nice. Sprich mal mit Mitch im Last Plank. Also das andere war viel, viel chilliger, dieser angebliche krasse Fight, um mit der Seebär hier zu werden, als das von gerade eben. Brauchst du sonst noch was? Brauchst du sonst noch was, Teddy? Du gibst einfach nicht auf. Nein, ich brauche überhaupt nichts. Hier, bitte. Und wenn du Lust hast, misch dich unter die Leute. Ist cool. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Hört her! Hört mal alle her! Hört mal alle her! Die Zeiten sind hart! Ich hab die Viecher gebamst. Beweist, dass wir die Dinge ändern können. Yeah. Und ich weiß, dass Festlandbewohner für alle möglichen Untaten verantwortlich sind. Aber das hier ist jemand ganz Besonderes. Okay. Jemand, der den Kapitänstanz überlebt hat. Ehrlich, ich habe es gesehen. Ja, der war dabei. Die Dottie war dabei. Er ist also kein Festlandbewohner mehr. Er ist einer von uns. Ja. Festlandbewohner. Yeah. Hey, und das war's. Mehr Party! Kate, auf dich voll! Geht auf mich! Hey, Doc. Dein Patient Andre läuft herum. Wenn ich nicht aufpasse, gibt's bald zwei Ärzte im Verhaber. wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Die Leute hier haben's nicht leicht. Und Manieren sind auf dieser Insel ein durchaus rares Gut. Mhm. Festlandbewohner sind oftmals freundlicher. Mir gefällt die Gesellschaft also. Mhm. Ja gut, ich sag mal so. Ich bin auch medizinisch. Ich bin bekifft, bitte hilf mir. Ich höre. Ich hab Abhängigkeit, mach bitte weg dem. Obwohl, na doch. Ich hab zu viele Chems genommen. Mit ein bisschen Medizin. Aha. Und zack. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? No. Vergiss es. Wir sind fertig. Mach's gut. Also, warum ist die Kackwurm an der Hand? Wir geben mal den ganzen Kram ab. Für dich habe ich das Zeug. Hallo? Ich brauche Geld. Ich muss mehr Munition kaufen. Die Waffen, die du gefunden hast, sind echt gut. Ich habe da so eine Idee. Ach, wir haben es schon abgegeben. Vor langer Zeit ist ein Frachter gesunken. Im Süden. Mit einem Schweißgerät und Muskelkraft. Könnte man den Rumpf verstärken. Ihn stabiler machen. Mhm, am besten bald. Also, schnellstmöglich. Ajo. Ein Frachter. Kommt sofort. Ich würde ja sagen, sei vorsichtig. Aber nach dem Kapitänstanz wohl eher viel Spaß. Das Schiff ist die MS Azalea. Rechne mit Fallenstellern. Wenn du sie erledigt hast, schicke ich meine Crew rüber. Viel Glück. Oh, das heißt, wir haben da wahrscheinlich auch einen Außenposten. Das ist schön. So. Der Captain, hast du irgendwo noch was? Oder? Ich hoffe, habe... Naja, halt die Gusch. Das ist mir schwer zu viel mit der Redo. Brauchst du mehr Feuerkraft? Jo! Sag mal, was du da hast. Alles klar. Und zwar verkaufe ich einfach direkt diesen Kapitänshut. Und gönn uns dafür noch ein bisschen. Ist er wieder aufgestockt? Kann das, hat er wieder... Nee, okay. Den kann man schon leer kaufen, den Kerl. Alles klar. Munition brauchen wir. Ich hole jetzt einfach... Ah ja, ich kann das so rumziehen. Von diversen Dingen in die Hälfte. Oh, ein bisschen arg viel. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich würde sagen, wir gehen hoch auf 1000 oder so. Und dann passt das. Die sind schön günstig, die Dinger. Ah, wir sind bei 1000, okay. Gut. Abbrechen und annehmen. Danke. Wir haben eh 11.000, also. Ich glaube, wir brauchen uns nicht groß auch nicht zum Beschweren über zu wenig Munition. Wir auf dich. Yay! Trinkt auf mich. Trinkt auf mich. Und heizt dem Kerl da ordentlich ein. Ich will, dass er richtig leidet. Was brauchen wir denn für diese blöde Hyper Beast? Was fehlt uns da noch? 556er. Ich habe alles gesehen. Die Königin. Ich war auch dabei, Alter. Sind wir im Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Ich brauche noch 556er. Alles klar. Du Botsch. 556er. Och, ist das billig. Junge, nehme ich so. Die nehme ich dir einfach so ab. Dankeschön. Ja, ich hab's wirklich gemacht. Dalton. Mrs. Dalton. Die Fallensteller sehen wir aus. Ach so. Das hab ich schon gemacht. Ich meine, das haben wir ja nicht gemacht.
Wie kann ich dir jetzt helfen, Kind? Hallo, Bertha. Mister, ich muss mit dir reden. Mister. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Das ist ein bisschen wenig. Ich kann vielleicht helfen, aber ich will dein Geld nicht. Es stimmt, was sie über dich sagen. Aber wenn du mir hilfst, Kate, hat das nicht gefallen. Zahle ich auch. Dem Longfellow. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Sägemühle am Echo Lake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Harbor-Bewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen. Mhm. Weißt du, du bist ein ziemlich bemerkenswertes kleines Mädchen. Alter, Pedo. Ich will nur nicht, dass meine Leute auf diesem Pier sterben. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Ach, und sie wollen dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Ich bin Pedo Hans Duckenbauer. Das hier ist ein Duckenbrauer. Da ist noch jemand mit einer Quest für uns. Aber was müssen wir dann tun? Etwa noch einen Schiffsbrecher vergewaltigen? Hat jemand... Ah, du bangert. Aus dem Weg, alle miteinander! Hast du die Königin Los. Wirklich getötet? Ja, ich war die dabei. Die Seefahrerin hat das behauptet. Ah, belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das Was getan. Geht denn da drüber bei dir? So sieht ein echt harter Hund aus. Ja! Wir haben dich da wohl alle falsch eingeschätzt. Ja, hier war auch sagen. Avery nicht. Mhm. Gut, die tolle Avery hatte recht. Yeah. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Mhm. Hier, eine Runde aufs Haus. Yay! Das ist sehr freundlich von dir. Bei uns kommen ständig Festlandbewohner rein und raus. Diebe und Mörder sind die Schlimmsten. Alle anderen enden mit dem Gesicht nach unten im Hafen. Aber nicht du. Ja. Mitch, ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen, aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Was gibt's denn mit Onkel Ken? Wenn meine Familie in Schwierigkeiten wäre, würde ich alles tun, um ihr zu helfen. Hast du das gehört, Mitch? Selbst jemand wie er würde um Hilfe bitten. Jemand wie er. Onkel Ken ist der Letzte, der ich noch auf halt der Insel ein harter Knochen. Hat er schon recht. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln, vor Gott weiß was. Hör zu, so ungern ich auch frage. Mach ich. Eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen. Ich bezahle dich natürlich. Läuft, aber wir brauchen sehr viel Geld. Die Insel ist gefährlich. Das wird nicht billig werden. Ja! Wenn du nachsehen gehst, lege ich ein paar Vorräte drauf, die dir im Nebel... Mach das ich dir, Lenk ist nicht gerade eine Goldgrube. Ich suche ihn. Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf, er lebt seine Fallen. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Ich wusste, dass es zu einer Mission gehört. Da Danke, waren wir schon. Dass du Mitch geholfen hast. Ich habe ihm noch gar nicht geholfen. Danke, dass du Mitch geholfen hast. Ich sag, ja, ich kümmere mich drum. Jetzt renne ich einfach weg mit den Vorräten und dem nicht vorhandenen Geld, das er mir gegeben hat. Und dann ist die Party aber gerade mal am Schisseln, ne? Das kannst du aber gerade mal glaube. Und das lädt und lädt. Ha! Mitch, Mitch, die alte Bitch. Also, wir haben hier Close was bei der MS, also Schokoladendra. Dann haben wir da hinten... Wo ist der Fallsteller Dödel? Da können wir uns eigentlich direkt... Achso. Da können wir uns direkt hinporten. Genau, wir waren nämlich schon im Besucherzentrum. Dann porten wir uns dabei hin, gucken, was der so auf dem Herzen hat, der Onkel Bitch, wenn er denn noch lebt. Als wir da waren, war er nicht da. Wahrscheinlich wurde er halt, also ist der Charakter nur da, wenn die Quest auch gestartet wird. Aber es wäre realistischer, wenn er einfach da rumgesessen wäre und so ein mürrischer alter Sack gewesen wäre, ne? So von wegen, ey, es ist mein Land und ich wohne so, wie ich will. Ah. Und sobald man da die Quest macht, heißt Hilfe, Hilfe. Hier, du störriger alter Bock. Ah jo, jetzt ist er da, natürlich. Oh, warte mal kurz. Ich habe gerade Dirt auf die Tastatur gemacht. So. Hallo? Monsieur? Connoisseur? Ah, der war oben. Gut, da habe ich ihn vielleicht nicht gesehen. Ich glaube, oben waren wir nicht. Hey. Hey. Verschwinde! Onkel Ken. Siehst du die Leichen da? Die sind von mir! Du stellst also Leichen her. Wenn du nicht die lange Reise antreten willst... Ganz ruhig, Onkel Ken. Mitch schickt mich. Mitch? Mein Mitch schickt dich? Hm. Er war schon immer schlau.
hat mir die Nebelkondensatoren geschickt, damit wir hier atmen konnten. Schön, dass sein Onkel ihm noch was bedeutet. Wer wir? Aber was? Was hast du getan? Sie kommen! Sie kommen! Was? Lass uns zusammenarbeiten. Okay. Meine Fallen sind nicht scharf. Meine Verteidigung ist demoliert. Schnell, schau, was du mit den Vorräten der Werkbank anfangen kannst. Sie kommen bald. Hä? Was habe ich jetzt? Achso, ich hab die Minen ausgelöst am Anfang, ne? Mal gucken, was wir hier haben. Was können wir denn machen? Hier ist ja wahrscheinlich nicht viel, ne? Aber wir können 3 Geschütztürme bauen. Ja, nice. Von wo kommen die? Ich nehme an von diesen beiden Seiten, wo wir auch herkamen. Hoffentlich nicht hinterm Haus. Das wäre leicht kotig im Abgang. Dann stelle ich einfach hier eins hin. Oder auch nicht. Ich stelle... nein. Wir sind am Abstürzen. Ach, Kacke. Wisst ihr, wenn die hier oben stehen würden oder... Warte mal, da geht's doch hoch. Ja! Nein. Okay, wartet. So. Und jetzt machen wir den ersten Test mit den Dingern hier oben. Eins so leicht schräg nach da. Eins eher gerade. Also hier hin. Und das andere, das guckt dann so ein bisschen nach hier. Okay. Wir sind eigentlich fertig. Beziehungsweise... Kann ich noch was machen? Also noch irgendwelche Fallen? Schießen die da schon rum? Hallo? Die kommen. Onkel Dagobert, die kommen. Ja! Ich glaube, ich gehe auch einfach hoch. Ach, obwohl. Schießen die auf die Dinger? Wow! Hinter uns! Geschütze, Feuer! Nice! Oh, richtig nice. Zack! Ach, komm. Oh Gott, es ist sogar ein gnadenloser, legendärer Fallenfurz. Ich bin dann mal weg.de. Ich bin Tick, Trick und... Ja! Oh, das war genial. Au. Mich treffen die scheiß Dinger auch. Oh mein Gott, wie nice! Oh my goodness! Kostenlose Munition für uns! Wo ist eigentlich der Ding? Der Dödel? Da sind noch mehr. Wer ballert da unten rum? Und das sind jetzt noch Soundeffekte. Was ist hier los? Da ist auch ein Fallensteller. Da liegt die Kate rum. Krass. Die wurden so weit hier hinten noch gedödelt, ne? Von den Geschützen. Na also. Da ist jemand. Close. Weil das gerade ist die ultimative Verteidigung. Eins ist, glaube ich, kaputt gegangen, oder? Kann sein. Ich gehe kurz hoch und gucke, ob ich es reparieren kann. Ist hier irgendeins kaputt? Nö. Doch, reparieren. Nein, nicht verschotten. Okay. Ah, wir haben nicht genug Zeug, um das zu reparieren. Schade. Aber die beiden sind noch alive, okay. Wo sind die noch? Da ist der Onkel Ken, ganz da hinten. Liegt der oder was? Oh, shit. Gut, aber 2 Geschütze sind immer noch recht nice. Der eine kommt da gleich hoch. Ich hau dich ins Stück. Das ist sogar ein normaler Fallensteller. Ja, mein Herz schlägt, weißt du das nicht? Du musst halt mal meine... Boah, was hat der für ein fettes Bein? Ultra, der Panzer. Krass. Was für ein dicker Panzer. Da liegt auch noch einer. Hab ich schon ausgeräubert. Warst du schon? Ha! Onkel Ken. Kommen wir da aus dem Wald raus. Grasdackel. Kein Wunder, dass von dir Schüsse kamen, wenn der direkt da runterläuft und dann irgendwie sich hinlegt. Nicht schlecht. Brav von Mitch, dich zu schicken.
Aber du solltest nun trotzdem gehen. Adieu, adieu. Bevor du noch mehr von denen anlockst. Ja, warte. Mitch will, dass ich dich sicher nach Hause bringe. Bitte geh nach Far Harbor. Das hier ist mein Zuhause. Und du möchtest, dass ich in Far Harbor wie ein Bettler lebe? Nicht wie ein Bettler. Ich kann nicht einfach von hier weg. Komm, ich bring dich zurück. Hör zu, alter Mann. Ich bitte dich nicht. Ich nehme dich einfach mit. Oh, klar. Du ja. Einem alten Mann, du toller Hecht. Ich komme mit. Du hast mein Wort. Ich komme mit. Er läuft weg. Das ist ja wirklich ein hervorragender Plan von dir, alter Zachary. Können wir jetzt hier grundsätzlich bauen? Ist das jetzt hier auch ein neues Klebeband sogar? Ein neuer Standort für uns? Wo ist denn der blöde Eingang? Hä? Ah, hier. Haben verpennt. Sorry, können wir hier bauen? Oh ja, wir können jetzt hier an sich bauen. Cool, cool, cool. Haben wir noch genug Cash, um hier so ein Ding zu bauen? Nee, war ja klar. Da müssen wir dann noch jemanden hinschicken, alles klar. Das ist also erledigt. Ken läuft nach Hause. Wir könnten jetzt dann noch... Ah, hier oben, was ist das? Ah, die Sägemühle freiräumen. Ich glaube, da haben wir sogar schon damit angefangen. Da waren, glaube ich, nur ein paar Ghule. Nee, da habe ich mich, glaube ich, durchgeschnitten. Da war auch in der Nähe diese Ultra-Krabbe. Da habe ich einen kleinen Fail gehabt mit den Thumbnails. Ich dachte, das wäre direkt in der ersten Folge von den neu aufgenommenen Videos. Und habe dann die Krabbe als Thumbnail reingemacht. Und alle so, was ist los? Wo ist die Krabbe, die du da drauf abgebildet hast? Das kam dann aber erst 3 Folgen später oder so. Habe ich mich ganz leicht verhudelt. So, jetzt klappen wir einfach mal ein bisschen drauf zu, um noch mehr Munition zu sparen. Ja, geh mal da rein. Zack! Oh yeah, Sam! Spachtel. Mein eigenes! Verdammt! Ja, ich weiß, wie man ein Mädchen verwöhnt. Oh, hier ist so viel Zeug, was wir dann verwerten können. Cool. Hörst du, verlierst! Du ausgetrocknete Schabracke! Zack. Wow, Kate, nicht mich schlagen, okay? Danke. Der ist hier oben lang gegangen. Du musst nur hier rein. Ah, hier ist zu. Und das ist auch ein cooler Standpunkt hier. Hier ist ultra viel, das wir dann ausräubern können. Da können wir dann vielleicht einen Leitstrahler einfach so bauen. Ja. Ja. Oh. Das ist ein... Oh, so ein Schissler. Na, kurz mal heilen für alle Fälle. Wir sind auf einmal so low. Aufbereitet das Wasser auch noch. Ja, sehr schön. Ach, wir haben noch Addictol. Ich hätte mich gar nicht heilen. Oh. Sorry, aber da ist ein leuchtender Gate. Ha! Und jetzt fängst du, mein Freund. Jetzt fängst du, Kritikel. Wow. Dieser kritische Schlag war ja wirklich kritisch. Er strahlt uns kaputt. Na also. Au! Noch einer! Oh ne. Ah! Wo kommt denn jetzt alle her? Von oben? Ich hab mich doch eben noch nach rechts gedreht, da war keine Sau gestanden. Halt durch, ich komme. Halt durch, ich komme. Sie liegt da. Es ist irgendwie lustig, Kate. Irgendwie ist es lustig. Das hat schon so eine gewisse Tragik in der Lusthaftigkeit. Eine Aussage. Ist gar nichts. Ist auch nichts. Aha! Kam der jetzt gerade das Dach hochgelaufen, der Verrückte? Ich glaube, wir haben alles gelegt hier. Kann das sein? Haben wir so zerstört, die Gauner. Da vorne ist noch irgendwas. Das ist ja die andere Quest. Kann ich jetzt hier bauen? Nee, noch nicht. Wir gehen einfach weiter. Ich nehme einen Red Axe, Red Away meine ich. Ah. Wo sind denn hier noch Ghule? Da ist bestimmt einer drin, der pennt. Den hauen wir einfach direkt, bevor er aufsteht.
Komm, komm, komm. Yay. Wie schön. Oder auch nicht. Diese Kasse ist sogar abgesperrt. Jetzt geht's aber los. Und warum gehen alle Schlösser gerade gleich in die gleiche Richtung? Gleich auf. Was steht denn da für ein Ultra-Ding? Eine Wimflasche. Kann ich die haben, vielleicht haben da? Diese Ultra-Wim-Geschichte? Schade. Die sind irgendwie verstuckt, die Teile. Hallo? Wo ist jetzt hier noch ein Feind? Bitteschön. In dem Haus kann doch keins mehr sein. Da haben wir doch alles gelegt, oder? Jetzt eben steht einer auf. Da ist auch noch einer. Das sind sogar zwei. Zack! Hast du nicht damit gerechnet, da? Ja, ja. Der sucht da irgendwas im Wasser. Au. Und die Kate wieder. Ah, mein Arm. Die schlägt aber auch die ganze Zeit, ne? Der hat auch eine Nahkampfwaffe. Ah, fuck. Ah, fuck. Hier. Denied! Oh, wo kommt ihr denn alle her? Voll den einen noch niedergeschmettert. Macht die Arme weg. Lurch, brauchst du nicht. War es das etwa? Ja! Kehre zu Bertha zurück. Zu Bethel. Zu Bethel. War da vorne nicht noch ein Haus? Haben wir ja echt alles erledigt? Da links ist da auch irgendwas. Ja, eine Hütte. Lass da mal noch kurz reingehen. Vielleicht ist da auch ein Bett, in das wir uns geschwind hauen können. Oh, ist das zu? Das ist an sich einfach zu. Okay. Du hast sie erledigt. What? Hallo. Malcolm? Du hast sie erledigt. Hä? Du hast die Trotter erledigt. Ja. Ah, alle tot. Der Nebel ist durch. Das Land gehört wieder mir. Als Dank kannst du gehen, bevor ich wieder jagen und töten muss. What the fuck? Ich soll das Sägewerk für Far Harbor in Besitz nehmen. Das ist mein Land. Die Fremden sollen wegbleiben. Oder? Ha, lass sie kommen. Ich verstehe schon, Malcolm. Und dann jag ich sie. Nehme mir ihre Ausrüstung. Aha. Wie sieht's aus? Ich hab... Kronkorken nehmen. Bei Mord mache ich nicht mit. Dann bringst du mir nichts. Baba, Malcolm. Baba, dude. Es gibt echt so ein paar Wahnsinnige, die einfach bescheuert sind. So richtig bescheuert. So. Da fällt seine Waffe rum. Okay. Dann können wir jetzt zurück und ihr das ans Herz legen, wie toll das Ganze ist. Und auch direkt noch die Belohnung vom Ding einstreichen. Wir haben ja vorhin schon Sachen bekommen, also Items, als wir losgelaufen sind von ihm. Ich weiß nicht, ob das die Belohnung dann schon war. Oder ob er hat ja gemeint, er packt die noch oben drauf. Ob er das einfach als vorzeitige Belohnung sieht und uns dann jetzt gleich 8 Millionen Daris gibt. Damit wir so ungefähr über 10.000 Poké-Dollar bleiben. Die sieht schon echt edel aus, die Harpune. Oder die Waldfee. Ja, weil wir ja ziemlich viel Munition wohl auch in Zukunft kaufen werden müssen. Und sie möchte uns töten. Die Seefahrerin möchte uns bestimmt nicht töten. Du Dummkopf. Laut unserer Familienlegende stammen wir aus Yorkshire. Ich habe das Sägewerk für euch gesäubert. Wir müssen zum Captain. Hier, yeah. Die Bezahlung. Mir egal, ob du sie willst. Die Leute verlassen weiter die Insel. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Ja. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkehren. Du wirst schon sehen. Ja. Bist du einer von diesen Wortleuten? Und den lustigen Anzügen? Sprich mit der kleinen Bertha. Diese Person ist beschäftigt. Wo ist denn die alt? Essen vorne, Dock hinten. Ja. Der Köderladen. Hallo. Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Bertha. Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit. Ma'am, sie guckt mich an. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert. Mhm. Das habe ich alleine gemacht. Auf Bertha. Hört mal auf die Beetle. Was immer du zu sagen hast, ist nicht so wichtig wie das, was Bertha sagen will. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia-Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut.
Haberbewohner brauchen eigenes Land zum Beschützen und Besitzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Hm. Was? Nicht du. Du. Werther kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Ja! Dann wird es uns sogar gut gehen. Ich helfe auch. Ich kann auch mithelfen. Wirklich? Dann steigen ihre Chancen sogar. Gib ihnen die Nebelkondensatoren, Avery. Nun, ich halte dich nicht auf. Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Okay. Und nimm das hier. Du überrascht mich immer wieder. Das ist unser nächster Ding. Du musst was beschützen, zufällig. Geh mal an diese und jene Stelle. Da ist irgendwas. Das musst du unbedingt machen. Pizza. Ich schlage mich so durch. Ja, ich schlage mich auch so durch. Gut, hilft der kleinen Bethel. Haben wir gemacht. Und wir haben direkt einen neuen Auftrag, um an diesen Lake zu gehen. Das ist, glaube ich, schon die dritte oder vierte Folge, die ich heute aufnehme, ja? Immer noch 15.02. übrigens, dass ihr das willst. Gerade mal, ja gut. So, der alte Sack ist da. Mein Junge! Hey. Er hat es geschafft. Was? Mich aus meinem Zuhause verjagt? Wir sollten ihn in den Hafen werfen. Bist nicht dankbar? Du bist wirklich nicht dankbar? Du siehst deinen Jungen wieder. Schon gut, die Familie mal wiederzusehen. Er schreibt nie und kommt nie zu Besuch. Da. Ich... Mitch, fehlen die Worte. Ruhe. Hm. Ich schulde dir was. Jo, 610 Bar! Shee, du, danke, Bri. Oh, danke vielmals, dass ich jetzt auf diesem klapprigen Dock halt, bin. Das hält er mir doch jetzt für immer vor, kann das sein? Dumbat. Wir sprechen mal mit Captain Avery. Jawohl, jetzt haben wir wieder 600 bekommen, vorhin haben wir nochmal für 1000 eingekauft, ne? Ja, das passt. Ich glaube, ich kaufe noch ein bisschen mehr Munition. Das ist echt krepelig, mit so wenig Munition rumzurennen. Und irgendwie wüsste ich nicht, wie ich jetzt am schnellsten an viel Munition komme. Außer eben viel mit den Handwaffen zu machen. Beziehungsweise doch in Handskill, in Nahkampfskill zu skillen und halt dann dementsprechend damit rumzurennen. Ich weiß das nicht. Hallo, Avery. Avery. Unglaublich. Dass alle verloren schienen, bevor du kamst. Mhm. Aber jetzt haben wir uns Siedlungen zurückgeholt. Die Leute kommen zusammen. Und das alles... alles nur deinetwegen. Ich wollte nur meinen Freunden helfen. Wir haben dich nicht verdient. Wirklich. Meine Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, die haben bestimmt nicht mitbekommen, dass du uns gerettet hast. Was ich dir auch gebe oder für dich tue, es reicht nicht. Aber nimm das und danke. Rettungstaucheranzug. Der Träger hält dir Fische unter Wasser zu atmen, sowie Schutz vor Strahlung. Sieht fucking gay aus, aber irgendwie auch gut. Dankeschön. Aber es gibt. Hast du kein Geld zufällig dabei? Hallo? Okay. Es sollte einfach so eine grundsätzliche Mindestsumme von 40.000 Kronkorken geben, wenn ich irgendwas mache. Was ist das? Das Fest des Captains. Irgend so ein Stück Kacke. Wie viel ist das wert? 1000? Ah, alles klar. Wenn du nicht bewaffnet bist, ach, halt die Gusch. Überlebst du hier nicht. Haut uns die Guschen. Wir haben hier alles gedingst. So. Bei der Kleidung haben wir diesen Rettungsanzug, den müssen wir ablegen auf jeden Fall, dass wir das Teil halt an sich liegen haben, weil der 8 Kilo wiegt. Und bei den Waffen hatten wir auch noch irgendwas, ne? Was ist das? Ich sehe es nicht, was es ist auf dem Bild. Das ist so ein selbstgebautes Kackding, ne? Wow! Wow! Was ist das? Verbesserte Chance. Wo haben wir denn diese Sachen her? Raketenwerfer kann man weg. Oh Gott, 1514! Vielleicht sollten wir sowas doch mal mit am Start haben. Wert verbessert, überladen, verbessert Trefferchance im Wert 25% illegal. Ich glaube, das behalten wir jetzt mal auf jeden Fall. Okay, passt auf. Naja, ich guck den Leuten nie in die Augen. Wir müssen auf jeden Fall aus Munitionsmangel jetzt dann auf die Waffen umsteigen, für die wir noch viel Munition haben, wie zum Beispiel die Laserwaffen. Wir gucken jetzt, was unsere stärkste Laserwaffe ist, die wir am Start haben. Und dann arbeiten wir einfach mit diesen Laserwaffen erstmal und gehen gegebenenfalls noch anderen rum, die wir haben. Wir gehen mal kurz nach Häme. Da können wir dann auch diese Taucherkacke ablegen, die ja an sich schon nicht bad ist. So ist es nicht, versteht mich nicht falsch, aber... die ist halt auch sau schwer.
Und fürs Erste müssen wir, glaube ich, nicht tauchen. Ich wüsste nicht, warum. Und wer kämpft eigentlich mit so einem Todeskrallenhandschuh? Ist das richtig nice? Als ich sowas das erste Mal gesehen hatte bei Fallout 3 oder New Vegas, fand ich das irgendwie ziemlich cool, aber mittlerweile, ich habe ja so ein Messer, ne? Das ist viel besser. Also kurz das Kram ablegen und das Ding ablegen. Zack. Und dann gleich mal nach den Waffen gucken, Leute. Das kommt in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.